Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und alle, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch ganz recht herzlich hier auf meinem Planeten, den Mars. Ja, ich stehe hier vor dem Kraftwerk, wo wir ja diesen Kohlendioxid laden können, angeblich. Und was wir mit dem machen, ob der tatsächlich zu der Sauerstoffbereitung muss, das sehen wir dann nach dem Intro. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe mir da mal ein bisschen was eingefahren und das werden wir jetzt mal hier einstellen. So, beladen tun wir im Kraftwerk. Beladung CO2. Abladen wollen wir im Sauerstofffilter Wareneingang. Und das ist dann dachte, der kann alles, der kann das. Ah, da oben. Kohlenmonoxid. Was war denn das? Was war das da? Warte mal. Lumingen. Ach, das könnte der auch. Guckt euch das an. Er kann ja alles. Okay, um das geht's ja nicht. Wir wollen gucken, ob das funktioniert. Das machen wir einmal. Ich glaube, so viel Kohlenmonoxid haben wir gar nicht auf Lager, oder? Kraftwerk. Ja, reicht einmal. Und dann fahren wir mal los und gucken, wie das läuft. So, also reingeladen wird's. Schwupps. Ja, der will jetzt halt jeden Tropfen mitnehmen, der da noch kommt. Aber wir fahren jetzt mal weiter hier. Und dann gucken wir mal, was die Sauerstofffilteranlage da dann mit dem Kohlenmonoxid macht. Fahren wir es einfach mal mit. Gibt mir wieder Zeit zum Dampfen und zum Trinken, zum Wohl. Trinken ist wichtig, trinken ist gut. Und schmeckt nebenbei auch noch. Haha. So, da vorne ist ja unser Wald. Und hinter dem Wald haben wir ja die Anlage. Sogar noch die Markierung an. Die können wir auch mal wegmachen. Und jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Einmal hier. Bitte, bitte abladen. Das wäre sehr freundlich. Ja, geht raus. Sieh, tut jetzt noch nichts. Gucken wir mal rein. Produktionen. Ja, da haben wir mehrere. Also hier in dem hier
Da ist jetzt hat noch kein Strom da. Komische, also ich muss aktivieren. Aktivieren. Na, da warten wir mal noch. Ich arbeite erstmal mit dem hier. Müssen wir jetzt nur warten, bis der Strom kommt. Aber ich, ja. Ausgang habe ich jetzt auch Kohlenmonoxid drin. Verstehe ich nicht. Vielleicht macht der jetzt aus dem Kohlenmonoxid Sauerstoff und bläst den dann da hinten raus, damit wir die Atmosphäre hier umwandeln. Ich habe keine Ahnung. Ich spule mal kurz vor. Wir machen mal Gott und lassen es 11 Uhr werden. Nur um zu gucken, ob irgendwas passiert. So, die Stunde ist voll. Wir haben etwas Strom. Die Anlage läuft. Ach so, das ist dann bloß mit mehr Strom. Ne, wir machen das erstmal langsam. So viel Strom haben wir ja noch gar nicht. Ja, was hier jetzt passiert, keine Ahnung. Was soll's? Gucken wir jetzt mal nach was anderem. Und zwar muss ich ja noch gucken, wie ich an Mist komme. Und ich hoffe, ich würde mir wünschen, ich könnte hier irgendwo Animals. Da kann ich die Tiere kaufen. Haben wir da Platz? Kann ich da was platzieren? Gucken wir mal. So, oh. Schon ein bisschen doof gemacht hier. Man kann nicht ranzoomen. Kann ich hier was platzieren? Produktionen, Verkaufsstationen. Da ist ja nicht drin. Finde ich den dann unter Silos? Ah, ich habe den nicht aktiviert, glaube ich. Naja, egal. Einfach mal gucken, ob ich da was. Nee, kann ich nicht. Gut, das habe ich jetzt hiermit geklärt. Da reinbauen kann ich schon mal nichts. Okay. Das heißt, ich muss einen anderen Platz finden. Aber vorher muss ich den ja erst aktivieren. Aus diesem Grund machen wir doch mal schnell ein Wurmlöchlein. Bis gleich. Zack, da sind wir wieder außerhalb von dem Fahrzeughändlergebäude. Und hier habe ich ein Plätzchen entdeckt, wo ich das Teil hinstellen könnte, das ich aufbauen möchte. Und zwar geht es, schwupps, Container um dieses Teil hier. Ich brauche ja ganz dringend Gülle. Ne, warte mal. Der muss dann dahin. Ja. So müsste es doch funktionieren. Wenn ich ihn da hinstelle, dann kann ich da den Punkt machen. Ja, so ungefähr muss es sein. Schwupps.
Aber das reicht. Ich nehme den hinteren Punkt, dann reicht es auf jeden Fall. Komm, wir nehmen den Punkt. Und das ist dann... wie nenne ich denn das? Wareneinkauf. Ja, keine Ahnung. Ja, nenne ich einfach Wareneinkauf. Wareneinkauf. So. Denn, warum mache ich das? Muss ich euch ja auch erklären. Herbizid möchte ich ja produzieren, weil beim nächsten Mal ansehen pflüge ich ja nicht. Das heißt, da wächst Unkraut und das muss bekämpft werden. Und hier, Herbizid, brauche ich Mist und Gülle. Mist kriege ich ja von meinem Dingsbums aus. Hier oben von dem Taubenschlag. Aber das ist auch nicht so viel, was da rauskommt. Da muss ich mal gucken, ob ich den etwas beschleunigen kann. Das ist mir ein bisschen zu langsam, wie hier Mist produziert wird. Aber nachher habe ich ja Kühe. Dann brauche ich das ja gar nicht mehr. Alles so eine Sache, wo ich nicht weiß. Aber jetzt kann ich jetzt hier kaufen. So, und ich brauche... Wo habe ich jetzt das blöde Herbizid da? Und ich brauche hier ja Wasser. Wasser haben wir ja durch unseren Turm. Und Gülle und Mist muss hier rein, damit ich mein Herbizid bekomme. Deswegen kaufe ich das jetzt einfach. So. Das heißt, ich hänge den Buschi wieder an hier. So, dann fahre ich den mal irgendwo hin. Wo der dann auch zu dem Teil fahren kann, wo er hinfahren soll. Da fangen wir da an. So. So. Und dann machen wir mal diesen Move hier. Beladen. Sollst du dich beim Wareneinkauf... Warenverkauf. Wo ist mein Wareneinkauf? Achso, bei Standard. Ja gut, bleibt dann bei Standard drin. Ich kann sich ändern. Wareneinkauf. Und anliefern soll er bei der Herbizidproduktion Wareneingang. Und da fangen wir an mit der Gülle. Gülle. G ist oben. Gülle. Ich kann 46.000 laden. Wie viel passt denn rein? 90. Oh. 45 wären optimal. Dann wären wir genau bei 90. Naja, egal. Kann der auch Mist laden? Warte mal. Mist, der könnte auch Mist, naja, ein bisschen unrealistisch. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Nee, wir laden jetzt die Gülle. Ich mach's mal auf einmal und schick den los. Die Punkte machen wir mal weg, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Jawohl. Und ratzifatzi schnell. Kostet 4.000 Euronen. Die bringen mich nicht um. Damit kann ich gut leben. So, und der fährt jetzt zur Herbizidproduktion. Da sollte das dann ja auch abgeladen werden. Hoffentlich.
hab wieder Zeit zum Dampfen. Ist das schön. Autodrive, ich liebe dich so. So, eine Minute sind wir da. Und müsste ja dann da hinten kommen. Unsere schöne kleine Produktionsstätte. Ja. Und? Lädt's ab. Ja. Herrlich. So. Wo stelle ich jetzt den Tank hin? Den habe ich auch noch keinen Parkplatz. Komm, stelle dich mal da auf die Seite. Ja, du hast noch keinen Parkplatz, ich weiß. Ich glaube, da stört mal niemand, oder? Nee. Bleib mal da stehen. Wir brauchen jetzt den Anhänger. Ja, nehmen wir dich. Wie viel passt? 8000 passen da rein. Das ist ein kleiner Anhänger. Ich bräuchte noch was Größeres. Hier. Anhänger. Was bietet der denn Feines? Ich hätte gern irgendwas, wo abschieben kann. Da gibt es ja nur den hier. Normal. Das wird ja reichen. Für die Karte. Kapazität. 45, 51. 58, 64. Ja, 64 ist das Größte. Machen wir doch 64. Obwohl, wenn ich schon einen Anhänger brauche, kann ich mir auch gleich so einen holen. Dann habe ich einen Abfahrer. Mit 100.000. Und der sieht auch schöner aus. Nicht so hoch. Reifenvariante kann ich Michelin. Ich glaube, so ist es am besten. Da ist der Anhänger auch gerade, oder? Täuscht es. Geh mal zurück. Ha. Ach, komm. Ach, der kann auch das hier. Trelleborg, komm, wir lassen die Trelleborg. Logo. Was können wir da ein Logo machen? Test Area. Dann da Landwirtschaftssimulator. Ja. Design. Da hätte ich gerne unten die. Oh, halte mal. Muss gucken wegen der Kohle. Noch. Sieh mal. Unterbodenlicht. Lassen wir mal weg. Abdeckung will ich haben. Und dann sind wir schon drüber, oder? Ja. Okay, müssen wir zuerst an das Verkaufen denken. Denn. Ich habe ja in den Produktionen, Moment, Produktionen, wo sind meine Produktionen? Ach, sehen wir doch schon. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Hier, Motherboards, guck mal. Unsere Motherboards sind voll. Und die werden wir jetzt verkaufen.
Ich weiß nur nicht, ob das Palettenware ist. Ich gehe mal später davon aus. Da läuft noch der Motor. Deswegen lade mal die mal ab. Und dann fahr du mal. Produktionen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie die heißt, die Produktion. Elektronikfertigungshalle. Elektronikfertigungshalle. Habe ich die in der Basis? Habe ich noch gar nicht eingefahren. Energie, Futter, Herbizid, Mist. Raffinerie, Saatgut, Sauerstoff. Ach, und der Steinbruch läuft die vielleicht. Steinverarbeitung. Fahr mal dahin. Ich glaube, das ist hier irgendwo. Fahr mal Richtung Steinverarbeitungsanlage. So, das sehen wir dann aber erst. Du kommst da nicht rum. Na, kümmert mich jetzt aber heute nicht rum. Wir haben ja keine Zeit mehr. So, denn das war's schon. Ah, ich war die ganze Zeit wieder groß. Na prima. Ich hoffe, man hat trotzdem alles gesehen. Ich brauche mich jetzt nicht groß machen, denn ich war ja wieder groß. Ah, Leute, Leute, Leute. Irgendwann bis zum 25er habe ich es gelernt. Glaubt mir's. So, jedenfalls, liebe Regie, mach mal den Sound weg. Ich will mich jetzt hier verabschieden. Vielen Dank. Ja, auch wenn ich heute wieder die ganze Zeit groß im Bild war, hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, falls ihr es lange ausgehalten habt mit dem großen Männchen hier. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt auch heute, nein, nicht tschüss, sondern ein Däumchen wäre ein Träumchen. Jetzt sage ich tschüss, arrivederci und goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. War heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und halten Sie Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter gehen, auf Wiedersehen. Wiedersehen.